300 in dem einen und oder 350 und in dem anderen nochmal 50 gesehen. Hau jetzt den Mund auf. Ne, sogar mehr, 450. Wunderbar. Also mich hat der Film sehr, sehr, sehr berührt, Nepomuk. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Danke, Janne. Also ein Lob von dir ist ja Gold wert, ne? Nee, ist wirklich ein Film, der unter die Haut geht. Und der ist einfach wichtig, dieser Film. Denn die Natur, die Entfernung von der Natur, die wir seit 1000 Jahren, 2000 Jahren nun vor uns haben, hinter uns haben, nicht mehr vor uns, die muss beendet werden. Und was der Sam erzählt, genau so eine Erfahrung habe ich auch gemacht in einem Retreat mit Joanna Macy. Da ging es um ein Ritual an einem Kraftplatz nach so einer Woche Retreat. Also da waren wir auch schon wirklich sehr gut angebunden. Und dann sind wir über eine Holzschwelle drüber gestiegen. Und jeder sollte in die Natur gehen, alleine, ganz wichtig, und mindestens 3, 4 Stunden mit einer Pflanze oder einem Baum meditieren und nichts anderes. Und ich bin dann da losgelaufen. Übrigens ein wunderschöner Kraftort, kann ich dir zu Hause absolut empfehlen. Und zwar auch, der heißt Helfensteine. Also nicht die externen Steine, sondern die Helfensteine. Überhaupt schon. Lohnt sich wirklich in der Nähe von Kassel, nicht so weit von Kassel, ist wunderschöner magischer Ort, oben mit so Steinen und so, da, also Wahnsinn. Und die Bäume, die da sind, sind entsprechend. Und dann bin ich auf einen Baum raufgeklettert, der war ziemlich groß und hatte oben so eine Abzweigung. Da musste man erstmal hochkommen. Also die Abzweigung war bestimmt bei 3 Meter. Und so ein dickes Teil. Und dann habe ich mich da reingesetzt und habe mehrere Stunden meditiert. Und irgendwann macht es. Und dann war sozusagen die Kommunikation völlig da mit dem Baum. Es war ein weiblicher Baum und der hat mir ganz viel erzählt. Und, ab dann war ich über der Schwelle drüber und nach ein paar Stunden bin ich wieder vom Baum runtergegangen und in den Wald gegangen. Das war ganz lustig. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich noch eine Bestätigung. So, der Mind braucht noch eine Bestätigung, dass ich wirklich jetzt in dieser Anderswelt drin bin. Und kam an einen Platz, auch wieder sehr schön, und da war irgendeine Pflanze und ich kannte sie nicht. Und dann sagte die Pflanze zu mir so: Ich bin Waldmeister. Und ich so: Was? Wieso sagt die mir das? Dann habe ich es mitgenommen und dann eine Pflanzenexpertin gefragt, und es war wirklich Waldmeister. Und dann wusste ich: Danke für die Bestätigung. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie Waldmeister aussieht, und dann wusste ich es. Ja, das war wirklich toll. Ja, das ist mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Geschichte. Man sieht also den Wald auch wieder mit einem ganz anderen Auge. Man sieht, dass das auch ein, ja, ein Organismus ist, ein Lebewesen ist, das eine ganz andere Zeit hat, eine ganz andere Auffassung von Leben und von Mystik und von ja, miteinander einzustehen. Da kann man sehr viel lernen noch davon. Und momentan ist ja, wie gesagt, der Wald auch wieder in. Man hat ja Waldduschen erfunden und all so Dinge. Aber diese Ehrfurcht, die auch der Semes mitbringt, wenn er in den Wald geht, wenn er sagt, okay, ich bringe ein Musikinstrument mit oder näher dich einfach diese Geschwindigkeit, weil die natürlich die Naturgeister erst einmal zur Seite treten, wenn du da durchtrampelst und so weiter, sondern setz dich hin, lass dich auf diese Schwingung ein und dann passieren eben diese Dinge, was du auch gesagt hast. Dass du plötzlich Sachen siehst, die du eigentlich gar nicht sehen kannst. Du hast ja das da auch mitgemacht, oder warst du? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich hinter der Kamera war, dann kann ich Ich zumindest hatte nicht. das Glück, dass ich habe mehrere Kameraleute, ja, du weißt, ich habe immer auch sehr viel Aufwand dabei, diesen Filmen zu machen. Ich brauchte die Profikameraleute natürlich auch vom Bayerischen Rundfunk hier eingestellt, den Bruno Hartl, der das auch immer sehr gut macht für mich, der schon bei vielen Filmen dabei war. Und sonst kannst du ja auch, der hat ja auch ja, Equipment, das entsprechend teuer ist. Und ich da natürlich auch das Seminar mitgemacht habe bei ihm. Wir haben ja viele, viele, viele Drehtage gehabt. Wir waren ja, glaube ich, dreimal in der Schweiz, jeweils für ein paar Tage. Ach Er hat so. mir auch die ganzen Wälder gezeigt, wo er aktiv war, was er gemacht hat. Wir haben tiefe Gespräche geführt bis tief in die Nacht. Da gibt es übrigens auch ein Buch dazu, das man diese ganzen Gespräche mal aufgezeichnet und hier dokumentiert. Das Buch heißt auch Geheimnis Wald. Kann man überall bestellen auf Amazon. Und das ist auch eine Geschichte von meiner Jugend und meinem Aufwachsen mit drin. Ich bin ja ländlich groß geworden. Und genau, und dann haben wir auch natürlich hier verschiedene ja, Besichtigungen gemacht. Weil der Sam Hess sagt, ich brauche ja einen, ja, in Anführungsstrichen, einen möglichsten Urwald, möglichst einen Wald, der noch möglichst naturbelassen ist und nicht aufgeforstet ist und so weiter, und das zu finden. Und da habe ich natürlich auch meine
Connections gehabt und diese Welt und diese Sachen zu finden hier bei uns in der Gegend. Und da gibt es tatsächlich immer wieder Säche. Und die meisten ist aber hier in der Nähe von Eckenfelden entstanden, weil da haben wir tatsächlich so einen tollen Buchenwald, wo er gesagt hat, da war da auch sein Hess ziemlich mächtig beeindruckt. Und er hat gesagt, wow, das ist ja unglaublich. Wie gesagt, wir haben ja, glaube ich, 30 oder 40 Stunden, ich weiß gar nicht, am Filmmaterial. Und das ist natürlich auch immer schwierig, eben genau diese Passagen rauszusuchen. Es sollte nicht so lehrhaft werden, wobei natürlich der Sam Hessen mit einem Seminar beginnt und überhaupt einmal überhaupt in den Wald einführt. Was ist ein Baum? Wie funktioniert ein Baum? Wie geht das überhaupt erst einmal von der klassischen, sagen wir mal, naturistischen Ansicht heraus? Und hat auch erklärt, was sie als Förster, er war ja, der Großvater war Förster, der Vater war Förster, das geht über Generationen zurück und das war auch ganz, ganz witzig, wie er auch immer erklärt hat, dass wenn dann also ein Professor, sage ich mal, gekommen ist und dann diesen Förstern im Wald unterrichtet hat, wie das so funktioniert draußen im Wald. Und zu seiner Jugendzeit war das tatsächlich nur so, dass diese Professoren den Förstern erzählt haben, dass im Wald ein Kampf abläuft. Jeder will ans Licht und jeder verdrängt den anderen und haben die ganzen Förster sich natürlich verwundert angesehen und gesagt, lieber Herr Professor, also wir haben da ganz was anderes erlebt und hat das auch versucht zu dokumentieren und dann und das aufzuzeigen. Und dann hat auch dieser Professor dann auch noch auf einem bestimmten Platz, wo mehrere Bäume im Kreis gewachsen sind und in der Mitte war einer, der war ein bisschen höher und den hat er gekappt. Da sind bald alle, hat der Sam Hess gesagt, er sagt, oh, der war dann der jüngste Teilnehmer bei diesem Seminar von diesen Förstern und hat gesagt, oh, das war aber jetzt schlecht. Und dann sagt der Professor, ja, wieso, was meint denn der Hess, was meint denn jetzt damit, was da schlecht ist? Dann haben die anderen Förster gesagt, ja, da hat er schon recht. Und dann hat er seinem Hess ihm erklärt, was es eigentlich bedeutet. Auf einer bestimmten Höhe, auf einer bestimmten Baumgrenze, wenn hier der Schnee fällt in den Bergen, dann ist es so, wenn der Baum in der Mitte höher ist und die Bäume am Rand niedriger, dann bildet die so eine Art Kegel. Und das sorgt dafür, dass die Bäume nicht kaputt gehen. Wenn man aber jetzt den mittleren raushaut, dann gehen alle Bäume kaputt. Das heißt, da sieht man wieder, wie die schon mitdenken, wie diese Natur miteinander vernetzt ist. Aber das wusste dieser Professor nicht, weil er offensichtlich nur vom grünen Tisch aus hier eine Lehre gemacht hat, wie der Wald funktioniert. Und geschweige denn irgendwelche Kampf und Überleben. Das ist ja immer noch der alte, evolutionäre Gedanke, dass irgendwann zum Schluss dann einsam und verlassen oben auf der Bergspitze zurückbleibt und sagt, ach, ich bin der Sieger von dieser Evolution, alle anderen habe ich verdrängt. Aber was macht ihr da alleine? Ne? Also dieses Denken haben wir immer noch teilweise mit drin, aber wir erobern uns schon auch wieder die Natur zurück, weil momentan erobert uns die Natur zurück und sagt, ne, langsam mal, Freunde, und wir haben ja heute gerade aktuelle Zahlen und das ist natürlich auch ganz traurig in dieser Corona-Krise, was momentan abläuft. Wir haben 645.000 Hektar Wald heuer schon gerodet oder abgerodet in dieser Corona-Krise. Dann 15% mehr als wie eigentlich in den letzten Jahren noch. Das sind ungefähr 900.000 Fußballfelder. Das muss man vorstellen, jedes Jahr. Das heißt, in dieser Corona-Zeit, vor allem auch Indien und diese Sri Lanka und diese Länder, die ja jetzt momentan überhaupt kein Einkommen haben, die fällen natürlich diese Bäume, um Brennholz zu verkaufen. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Also diese Dinge sind jetzt natürlich immer noch nicht an der Oberfläche, weil sie durch diese ganze Corona-Hype jetzt alles untergeht. Aber wir müssen hier mit Sicherheit demnächst ein riesen Aufforstungsprogramm leisten. Ja, so geht es nicht weiter. Wir können nicht in den nächsten 20, 30 Jahren, sage ich mal, den kompletten Regenwald abgekürzt haben und sagen, so, was machen wir jetzt? Jetzt ist er weg. Ja, das geht nicht. Nepomuk, bevor wir da weiter einsteigen, kurze Info, wenn du den Film nochmal sehen willst, downloaden, alles auf, ich habe die Seite schon verlinkt nochmal im Chat vom Nepomuk, nepomuk-meier mit ai.de. Und auch das Buch, wenn das Buch dich zum Film interessiert, nicht bei Amazon, sondern beim Nepomuk auf der Seite. Ja, hilfreich, ja. Ja, ist sehr hilfreich. Ja, aber wenn ich mal spenden will, weil ich habe tatsächlich immer wieder Leute, die auch ein paar kleine Beträge spenden. Es ist für uns Filmemacher, für uns Autoren wirklich sehr, sehr hilfreich, weil wir investieren ja unser privates Vermögen, wenn wir eins gehabt haben, wir mittlerweile aber schon aufgebraucht, wir ziehen Dokumentationen natürlich hier rein. Und du kriegst ja bei der Dokumentation sowieso nie in die Kosten rein, wie sowas gekostet hat. Also ein Film kostet immer zwischen 30 und 45.000 Euro in etwa. Und da bist du aber eh schon sehr gut unterwegs, weil deine eigene Arbeitszeit von ein, zwei Jahren mit dabei ist. Du machst die ganzen Cut-Arbeiten, die Texte und so weiter. Da hat man schon Spezialpreise, auch von den ganzen Kameraleuten. Aber das kommt in der Regel gar nicht mehr rein. Aber wir machen das ja auch als Botschaft. Wir sind ja irgendwie so Verrückte, die sagen, okay, wir wollen hier nicht missionieren, aber wir wollen hier bestimmte Dinge aufzeigen. Und ich glaube, es gibt da gar keine Dokumentation. Es gibt viele Filme über den Geheimniswald.
Herr Wohlerleben hat ja gerade einen gehabt im Kino auch und so weiter. Der hat auch angefangen mit diesem Hype zu sehen, dass diese Bäume ganz anders miteinander agieren, der Wald ganz anders agiert. Aber das, was der Sam Hessner macht, der mit seinen über Generationen hinweg diese Naturgeister sagt, okay, das ist ganz, ganz wichtig, die kann man nicht weglassen, denn die sind eine Basis von dem ganzen Geschehen. Also sowas, glaube ich, ich wüsste es keinen sagen können. Lernt er. Gibt es eine Frage von den Zusehern? Oder? Ja. Aber du bist ja, du hast ja die Geschwindigkeit von Ken FM. Ah, nicht ganz, aber der kann wenigstens Hochdeutsch. Ne? da muss ich einfach nochmal zustimmen. Also es ist wirklich so, dass von Filmemachen leben können, ist sehr, sehr, sehr schwer, ist unmöglich. Und auch kleine Beträge oder eine DVD kaufen, einfach nur, um sie zu verschenken. Den Link von Nepomuk habe ich gezeigt. Dasselbe ist es auch übrigens mit dem Shift-Up-Kongress. Also das sind hunderte von Stunden reingegangen. Und wenn du eine Wertschätzung geben möchtest, wenn dich das berührt, dann kauf einfach das Kongresspaket. Ob du es dann verschenkst oder selber benutzt, ist es auf jeden Fall eine tolle Danke, eine Wertschätzung. Und dann haben wir die Möglichkeit, überhaupt weiterzumachen. Weil wir sind immer wieder, das muss man ganz klar sagen, immer wieder am Existenz. Ding. Das ist so. Ja. Also ich bin immer wieder in so, ich investiere wieder in ein Projekt 20, 30.000 und dann ab und zu geht's schief. Dann ist man echt erstmal am Schlucken und im Vertrauen gehen. Dann gehe ich oft in den Wald übrigens und sage, okay, was ist meine Message, was soll ich tun? Und dann sagt der Wald wieder, mach weiter, genau. Was zu futtern, alles gut. Und irgendwie kommt dann meistens auch wieder was rein. Aber wir sind wirklich angewiesen auf jede Spende, auf jeden Beitrag. Danke. So, und jetzt also, der Sam Hess ist ja auch noch in einem weiteren Film von mir, Jenseits der Sinne, mit einem ganz anderen Part, auch nochmal, auch ein Thema, auch nochmal Wald drin. Auch übrigens ein sensationeller Film, kann man auch bei mir bestellen. Wie gesagt, ich weiß, viele haben ein Amazon-Konto und so weiter, aber das Problem ist das, sage ich jetzt mal, ich muss es wirklich offen sagen, wer jemand bei Amazon was kauft, wir Filme machen, bekommen 1 Euro. Also 1 Euro pro Film, da kannst du dir vorstellen, wie viel DVDs das verkaufen muss, damit 40.000 Euro, also wie viel DVD verkauft kein Mensch. Also ich weiß nicht, also sehe ich nicht, Dokumentationen sowieso nicht. Also darum sind wir froh, wenn es bei uns einkauft, da haben wir 1 Euro mehr. Und genau. Das ist natürlich schon gut. Genau. Aber jetzt hören wir wieder auf mit der Bettlerei. Nee, das wollten wir gar nicht. Wir wollten nur, dass wir mal einfach mal. Aber das können sich auch viele nicht vorstellen, weil die denken, ich kriege immer sehr viele Zuschriften, die sagen, ja, wieder irgendetwas da, wo die Leute wieder Geld verdienen wollen und die Leute über den Tisch ziehen und alles und Zeug. Ja, aber ich glaube nicht, dass dieser Film, sage ich mal, den jetzt die Leute angesehen haben, irgendein Film ist, damit mir jemand über den Tisch ziehen will. Also das glaube ich nicht. Kann man nicht vorstellen. Nepomuk, eine Frage. Wann sind diese Gebetszeiten? Wann sind diese Gebetszeiten? Ja, da gibt es, das muss man sich nachlesen, das gibt es in den Kirchenbüchern, das gibt es auch in den Mystikern. Ich weiß jetzt auswendig auch nicht, aber ich weiß, dass es hier in meinem Buch drin steht, da kann man es nachlesen. Aber ich kann das vielleicht auch nochmal verlinken, ich kann das nochmal raussuchen, ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Aber da gibt es ganz bestimmte Zeiten, das ist richtig, ja. Aber tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Nee, okay. Kannst du ja nochmal raussuchen. Ja. Okay. Die nächste Frage ist, Sekunde. Übrigens, der Sam Hess macht noch Folgeseminare, die nachts sind, da sieht man dann, wie die Naturgeister tanzen, wie die ums Feuer etc. Das haben wir aber nicht filmen können. Das kann man nur mitmachen. Oh, schön. Genau, der Sam Hess. Würde ein einjähriger Corona-Stillstand reichen, zum Beispiel die Eschen zu retten und die gesamte Natur zu unterstützen? Ja, also ich glaube nicht. Also, ich denke, diese Maschinerie läuft und bis die, sage ich jetzt mal, sich wieder ausgelaufen hat, dauert mehrere Jahre. Und das hat der Sam Hess ja auch im Film gesagt. Wenn wir wieder umschwenken, wenn wieder die Natur anders bewirtschaftet wird, dann kommen die schon wieder zurück, ne, die Eschen. Aber momentan, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein Jahr ausreichen würde, diesen Tsunami, den wir hier losgetreten haben, zu stoppen. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Ich glaube auch nicht. Also Wälder brauchen sehr, sehr, sehr lange. Ja. Die haben da auch noch einen Zeitrhythmus für wir. Ja. Trotzdem wäre natürlich ein Jahr was
die Bedingungen dafür massiv verändern könnte. Aber ich glaube, dass diese neue Generation, die jetzt heranwächst, und auch diese Leute oder diese voller Danke an denen, dass ihr den Film angeschaut habt, natürlich haben wir einen ganz anderen Bewusstsein, jetzt auch in die Natur umgehen, die auch ihre Kinder das weitergeben, die Enkelkinder weitergeben. Ich denke, es tut sich natürlich die nächsten Jahrzehnte extrem viel. Da brauchen wir gar nicht sprechen. Also ich denke, so werden wir nicht weitermachen können, wie wir bisher weitergemacht haben. Versuchen wir es vielleicht, viele Wirtschaftsbosse, wie auch immer, aber wenn die Menschen sagen, hey, Freunde, stopp, also so geht es auch nicht. Die Heide sagt auch, ihr ist aufgefallen, dass es sogar auch weniger große Tannen gibt. Ja, das ist durch diesen Klimawandel, durch das, also in Europa, Deutschland natürlich weniger Wasser gespeichert ist, haben natürlich die Bäume schon extremen Stress die letzten 10 Jahre gehabt. Und wenn nicht mehr so ein trockenes Jahr kommt, dann haben wir ein richtiges Waldsterben. Wir sind natürlich auf der einen Seite so, dass die Natur natürlich sagt, okay, ich reorganisiere mich selber wieder. Aber natürlich für das Wirtschaften, nicht? Mit Geld verdienen, mit Bäumen und mit Anpflanzen, da werden wir natürlich keine Fichten und Tannen mehr anpflanzen können, wenn es natürlich weiterhin so trocken bleibt. Da haben wir ganz andere Vegetation, eher wie Italien oder sowas. Ja, zum Thema Naturwesen. Also erstmal wollte ich dir noch einen Tipp geben. Es gibt den Marco Pokaschnik, der da sehr, sehr, sehr gut auch geforscht hat. Also neben dem Sam Hess, dem Wolf-Dieter Stoll, würde ich noch ganz klar den Marco Pokaschnik empfehlen. Der hat auch Bücher darüber geschrieben und der fällt er mir gerade nicht ein. Suche ich gleich nochmal weiter. Kennst du Marco Pokaschnik? Sagt dir das was? Nein, das sagt mir noch nichts. Okay. Er hat mich gerade sehr an den Sam erinnert. Der Marco macht auch so Übungen und Tanz im Wald und solche Dinge. Und der hat Bewegungen, Baumbewegungen und so etwas gefunden, wo er in Kommunikation mit dem Körper und den Bäumen geht. Und er sieht die Naturwesen, Zwerge, all das, so wie das noch Kinder sehen. Ja. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, da wieder zurückzukommen. Was man auch gut machen kann, wenn man die Kinder in den Wald geht, die Augen verbinden und dann gehen lassen, weil da müssen sie sich auf ihre anderen Sinne verlassen und dann spüren sie plötzlich die Bäume, die laufen da nicht dagegen, sondern die sagen, ah, ich spüre jetzt diesen Baum, hier kommt diese Energiefeld etc. Mal ganz interessant auszuprobieren. Das haben wir jetzt in dem Film nicht gezeigt, aber das wäre mal eine gute Sache für die Kinder auch. Nepomuk, kannst du mal deine eigene Geschichte jetzt dort erzählen? Du hast da ja bestimmt länger meditiert. Was waren deine Erfahrungen und Erlebnisse dort, die ja nicht im Film vorkommen? Ja. Ups, stopp. Ah, wieso ist denn der jetzt aus? Okay. Ah, jetzt. Das ist langsam mein Rechner gerade. So, jetzt bitte. Ja, ich bin ja immer schon sehr mit der Natur verbunden. Ich bin ja auf einem kleinen Bauernhof, auf einem Sacherl, würde man hier in Niederbayern sagen, aufgewachsen. Wir waren natürlich den ganzen Tag Landwirtschaft, den ganzen Tag unter Tiere, den ganzen Tag natürlich draußen auf Wiesen. Wie ich groß geworden bin, da gab es noch Unmengen von Schmetterlingen, da gab es noch Frösche, da gab es noch, Krebse in den Bächen, unser Haus war auch ein kleiner Bach daneben und an der Wälder, wir waren den ganzen Tag in den Wäldern, da war auch noch so eine Art Burgruine aus dem Mittelalter und für uns war das ganz klar, wir hatten, also unser Nachbar war, sage ich mal, kriegsgeschädigt in dem Sinne, aber der zeigt uns dann die Fuchsbauten, der hat uns da in die Natur schon eingeführt, wir haben Pilze gesammelt etc. Und diese Mystik von diesem Wald, auch mein Großvater hat mir das schon beigebracht, für mich war das in dem Sinne nichts Neues, aber interessant war das, dass viele Menschen, die dann, sage ich mal, die von den Städtern, mein Cousin, wie auch immer, ist in der Großstadt groß geworden, wenn die zu uns gekommen sind, die dachten, wir sind immer die Primitiven, wir sind hier das Landvolk, das hier bekehrt werden muss, wie das richtige Leben funktioniert, das gibt es nur in der Stadt. Es hat sich mittlerweile schon umgedreht, jetzt kommen sie zu uns und sagen, okay, kannst du uns hier mal ein bisschen einführen, wie du die Natur siehst und wir das sehen, nicht als kleine Maschinen oder biochemische Prozesse, sondern als ein Lebewesen, das sich auch mystisch zeigt. Natürlich, also erleben wir es ja auch, wie du, wenn man hier meditiert, wenn man im Wald sitzt, etc. Plötzlich hört man Stimmen, plötzlich sieht man Bewegungen, plötzlich huscht was vorbei, etc. Das kann man auch mit den physischen Augen, sondern du musst dich auf diese Schwingung, auf diese Energie einlassen und du nimmst auch diese Energie dann wieder mit. Das ist wirklich wie eine Energie.
auftanken. Wir waren auch nie krank, wir waren immer gesund. Ich war, glaube ich, mein ganzes Leben noch nicht, also bis auf eine Meningoenzephalitis-Erkrankung, noch nie irgendwo krank, weil wir eigentlich schon so virusresistent, sage ich mal, groß geworden sind. Der Wald heilt, das ist definitiv so. Und deswegen ist es ja auch ein bisschen aberwitzig, dass wir in einer Corona-Krise eine Zeit lang das Haus theoretisch nicht verlassen durften. Also Kontraproduktiveres gibt es eigentlich kaum. Ja, genau. Ich hätte eigentlich sagen müssen, ihr müsst jeden Tag 2-3 Stunden in den Wald gehen oder genau, so. Perfekt. Das wäre ein guter Tipp gewesen. Ne? Ja, ja. Da haben wir freien Zugang zu den Wäldern und zu den Bergen. Das ist ja, steht im Grundgesetz. Nepomuk, auf deiner Webseite, kurze Nachfrage von jemandem, da ist der Film auch zu finden? Als ja, Aufbau? Es gibt einmal auf DVD, aber wenn jemand den Film streamen will, dann kann er das ansehen auf www.k1-filme.de. Das ist meine Streaming-Seite. Ja, k1-filme.de. Das poste ich jetzt gleich nochmal. Da kann er streamen, wenn er keine DVD mehr ansehen kann oder wie immer. Ja, DVD ist ja nicht für alle gut. Ja. Genau. Dann geht es gleich hier weiter. So, ich poste das kurz. So. Jetzt ist hier die Frage vom Borkenkäfer. Gibt es tatsächlich das Waldsterben durch die Borkenkäferplage? Und falls ja, was kann man dagegen tun? Möchtest du erst oder soll ich anfangen? Ich weiß ja, aus dem Bayerischen Wald, da hat man sich dann eben diesen Wald sich selber überlassen und das hat sich dann wieder auch selber geregelt. Ich denke immer, wenn der Mensch denkt, er wüsste, wie man in ein komplexes Netzwerk eingreift, das hatte der Sepp Hesse auch sehr gut erkannt, wo er eben diesen Strick genommen hat, dann hat jeder ein Ende von diesem Strick genommen, das er über Kreuz gelegt hat, und hat gesagt, wenn du ein Loch raustust, dann hast du plötzlich hier dieses ganze Netzwerk auf. Wir haben nicht das Verständnis, wir haben auch noch nicht den Überblick und unser geistiges Verständnis von dem, wie dieses ganze System funktioniert, da sollte man doch die Finger davon lassen. Auch wenn es vielleicht für eine Generation, vielleicht auch für zwei, ein Schaden ist, wenn man sagt, okay, aber wenn wir hier so weitermachen, haben wir da ganz andere Schäden, als wenn jemand sagt, ein Waldbesitzer jetzt nicht seinen Wald verkaufen kann. Also da gibt es aber überhaupt nichts mehr. Also da müssen wir unbedingt umdenken. Ja. Genau, das ist auch meine Meinung. Also die Natur ist so unendlich intelligent. Und es gibt dann immer diese Argumente, ich kann ein Beispiel bringen. Es gab mal eine Sekte, ich nenne sie jetzt mal Sekte, zumindest wurde sie so genannt, das ist das universelle Leben. Und als Kind habe ich das mitgekriegt, die haben Wald gekauft damals und relativ viel Wald und haben gesagt, da wird nichts bejagt. Und das Jägermythos ist ja, wenn wir nicht die Tiere da erschießen, dann würden sie den ganzen Wald fressen oder was auch immer. Ja. Alles würde, die Schäden wären riesig, so weil es den natürlichen Feind nicht mehr gibt. Und die haben gesagt, nee, das stimmt nicht und das stimmt auch wirklich nicht, weil wenn man sich verbindet mit der Natur, merkt man, dass das komplett anders läuft. Ja, ja. Und haben das weggelassen und tatsächlich, natürlich gab es erstmal mehr Schäden an Sprösslingen und anderen Dingen, aber nach einer Weile hat sich das geregelt und plötzlich gab es nicht mehr Rehe also dieses, es explodiert und ist nicht mehr unter Kontrolle, ist Blödsinn. So funktioniert das nicht. Ja, ist ein menschliches Denken. Wir denken ja immer, dass die Natur genauso grausam, ja, das haben wir das ja gelernt. Wir haben ja die Natur als Feind gelernt, nicht der Löwe frisst das Kind, so keine Ahnung. Und der Natur ist immer grausam und der Stärkere überlebt. Also das ist ein völlig falsches Bild von der Natur. Das ist aber auch nicht das, was Darwin damals gemeint hat, sondern dieses Netzwerken miteinander, dass wir gemeinsam mehr sind, als wir die Summe seiner Teile. Das ist auch das, was der Sam Hess über Generationen erkannt hat, dass sie das alles selber reguliert und wir da halt demütig und ehrfürchtig zusehen müssen, um herauszufinden, wie macht denn die Natur diese Lösungen? Ne? Bionik, wie löst denn die Probleme? Und da geht es ja, es geht ja hin bis Bauten, bis zur Statik, alles mögliche Netzwerk, wie arbeiten die zusammen? Da könnte man so viel lernen, wenn wir auch die ganze Medizin, diese ganzen Heilkräuter, da hatten wir ja früher die Hexen verbrannt, die gewusst haben, welches Grad das man nehmen muss, damit man keinen Kopf mehr hat oder was weiß ich. Das ist ja alles, ja, es gibt den Dieter Storn, es gibt nur welche, die auch mit diesen Kräutern ganz gut Bescheid wissen, aber ich denke, das wird in Zukunft noch voll aufhalten, weil wer will schon dieses Chemiezeug da reinschmeißen? Du hast den Wolf Dieter erwähnt. Ich habe mit dem Wolf Dieter 4 DVDs auch gemacht. Und auf einer hat er ging es um Neophyten. Neophyten sind ja Pflanzen, die nicht einheimisch sind, die bösen
nicht einheimischen Pflanzen. Und das ist ja auch total skurril. Immer wenn irgendwas kommt, dann kommt der böse Asiakäfer und das böse Eichhörnchen aus woanders her und alles. Da müssen wir auch Abstand haben. Das ist auch nicht richtig. Er hat nämlich dieses Springkraut, das chinesische Springkraut, was sich dann ausgebreitet hatte in Deutschland, vor allem an den Flüssen hoch und runter. Ihr kennt das vielleicht. Das ist das, was, wenn so Dinger, und wenn man die dann als Kind angefasst hat, dann haben die gemacht. Und er ist tief mit den Pflanzen in Kontakt gegangen und hat gesagt, die Pflanze war genau richtig und sie musste sich so ausbreiten, weil der Mensch diese Flüsse so und Bäche so versaut hat. Und die hat er reguliert, die kam woanders her, um zu helfen. Und sie geht auch wieder zurück, nicht, dass sie dann weg ist. Aber ja, das meine ich damit, Leander, das ist das, was wir nicht verstehen, weil unsere Wissenschaft natürlich immer vom Stand ausgeht, jetzt, aber die hat dieses ganze System überhaupt noch nicht durchdrungen. Und wenn wir sagen, wir wissen das besser... Ja, sie glaubt auch, dass wenn wir es schon mal kaputt gemacht hätten, irgendwas, dass es dann, müssten wir es auch irgendwie so reparieren. Ja, dann müssen wir mit dem Denken, wo wir das kaputt gemacht haben, wieder reparieren. Genau das. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen es einfach nur zulassen. Und wenn wir, natürlich gibt es Verluste und natürlich passieren, kann das über Generationen, das ist halt nicht kurzfristig, das ist langes Denken, das haben wir ja überhaupt nicht mehr. Nee, das ist genau das Problem. Bald platt macht, ist so. Und auf der anderen Seite zeigt sich ja ganz klar bei dem Käfer, dass wenn man energetisch arbeitet, wenn man mit dem Wald in Kontakt ist, dann sind die Bäume so stark, dann passiert das nicht. Ich habe einen befreundeten Bauern, der ökologisch anbaut, der ganz viel experimentiert mit auch Orgon und allen möglichen Sachen und der mit der Natur in Einklang ist und kommuniziert. Und die Nachbarwälder, die haben alle riesige Waldsterben, Borkenkäferprobleme und bei ihm passiert aber praktisch ganz wenig bis nichts. Ja, so. Wer hat denn schon mal rausgegangen und hat gesagt, als Waldbesitzer, und hat mit diesen Borkenkäfern gesprochen. Genau. Ich sage, liebe Borkenkäfer, pass auf, machen wir einen Deal. 90% von dem Wald gehört mir und 10% wirft ihr. Und mir das einen Brief geschrieben. Ich mag wetten, dass das funktioniert. Oder noch besser, du kommunizierst mit dem Wald und fragst, warum hast du nur den Borkenkäfer eingeladen? Mhm. Dann sagt der Wald dir nämlich, ja, pass mal auf, so funktioniert das nicht, wie du mit mir umgehst. Ja? Ganz genau. Der holt uns gerade. Ja, Leander, genau das ist das, was ich die ganze Zeit auch immer versuche zu kommunizieren, auch in diesem Film, da man sagt, wir müssen wenn überhaupt auf Augenhöhe mit der Natur gehen und nicht zu sagen, wir sind die intelligente Menschen, wir wissen, wie das funktioniert und der Rest, sage ich jetzt mal, den macht man uns untertan. Nee, wir müssen sagen, okay, auf Augenhöhe, weil auch diese Intelligenz, wenn man sagt, wir haben intelligenter, ich glaube nicht, dass Intelligenz abgestuft ist. Ich glaube, dass die Intelligenz immer genau so ist, wie sie benötigt wird und nicht abgestuft, nicht abgestuft. Das ist auch wieder ein Denken linear von uns gedacht. Ich glaube, nichts da draußen ist zu wenig intelligent oder hat irgendwo nicht an einer Meise. Wir haben eine andere Meise, wir haben was erfunden, Leander, das hat noch kein Lebewesen in diesem System erfunden. Weißt du, was das ist? Abfall. Es gibt in der Natur nur einen Kreislauf, alles hat seinen Sinn und wir erfinden Abfall und schmeißen das weg. Also das ist da müssen wir schon mal ansetzen, weil das gibt es überhaupt nicht. Also wir müssten praktisch sagen, okay, es gibt nur noch Produkte, die voll recycelt werden oder wiederverwertet werden und ein anderes Produkt kommt gar nicht auf den Markt. Das wäre die Aufgabe. Das wäre eine Gesetzgebung, wo man sagt, Freunde, da habt ihr jetzt 5 Jahre Zeit, das umzusetzen und dann läuft es. Ja, so müsste das sein, das finde ich auch. Der Wolf-Dieter Stoll bringt auch ein tolles Beispiel, ich weiß nicht, in einem Buch war das, glaube ich, der hat ja wirklich sich hingesetzt und mit einer einzelnen Blume, das war eine Woche meditiert. Ja, also das muss man erstmal machen. Ich habe mal ein paar Stunden mit einer Pflanze meditiert und das war unendliches Wissen. Du musst dir vorstellen, er beschreibt es auch so schön, dass ein Blumenwesen, ja, oder irgendein Naturwesen, ja, mit über alle anderen verbunden sind, ja? Ja, und das heißt, die haben das kosmische Wissen, das Wissen von allen anderen Schlüsselblumen zum Beispiel. Das heißt, das ist nicht in der Blume, sondern das ist im Feld und das über, ja, Millionen. Und die hat alles mitgekriegt. Das heißt, die haben ein Wissen, so eine einzelne, kleinste, so ein Grashalm, hat ein kosmisches Wissen, da kommt unser Verstand nicht mit. Ja, Leander, genau das ist, was du sagst. Wenn wir lernen, dass die Wissenschaft sagt, pass auf, Freunde, bevor es hier in dieses mechanische Wissen reingeht,
Jetzt lernt sie erst einmal bei Stohl und Co. und bei Sam Hess, wie überhaupt die Natur funktioniert, was wir überhaupt darüber wissen. Dann lernt sie ja meditieren, dann lernt sie aus dieser Akasha-Chronik, aus diesen Feldern diese Informationen auszulesen. Und wenn sie das gemacht habt, dann können sie die Wissenschaft, die sie jetzt gibt, lernen und draufsetzen. Genau, andersrum muss es sein, genau. Das wär eigentlich eines der Schulstoffe. 5 Jahre Aufenthalt bei indigenen Völkern auf der Welt, verschiedene, was in Australien, in Brasilien, wie auch immer. Ich war ja letztes Jahr in Brasilien, das war ja interessant. Wie die haben da auch eine Zeremonie in dem Mosambi-Baum, das ist denen ein heiliger Baum, da werden jeden Tag in der Früh, wenn da Früchte wird, was, da wird gesungen und geschaut, dass die Natur, sage ich mal, zufrieden ist. Ich finde das ein tolles Ritual, haben wir auch gemacht damals. Wow. Und ich habe heute noch einen Film geschnitten, ein Interview, was ich mit Dr. Chuck Spisano vor ein, zwei Jahren gedreht hatte. Und das passt gerade perfekt, wie immer die Synchronizität. Er hat gesagt, dass das Wichtigste, was wir im Moment tun können, ist die indigenen Völker schützen. Weil die Voraussagen sind die, dass wir in 100 Jahren sie uns den Arsch retten. Also sie retten die Welt, genau umgekehrt. Ja? Und wenn wir sie jetzt nicht unterstützen, dann können sie uns in 100 Jahren nicht die Welt retten. Ich habe noch einen kostenlosen Film, Leander, den die Leute gerne anschauen können, die vielleicht auf den Geschmack gekommen sind. Das ist auf meiner Seite, vielleicht kannst du es auch posten. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Jenseits des Greifbaren. Da sind ein paar hundert Videos drauf. Aber da gibt es auch ein Video, der heißt Coming Home. Und da geht es um meine Reise, um den Film, den ich letztes Jahr gemacht habe, im Kapaotal in Brasilien, letztes Jahr November. Wie man sieht, wie die indigenen Völker, wie da mit der Natur umgegangen wird, wie die dort leben in diesem Tal, in diesem Diamantina Nationalpark. Das muss man gesehen haben, weil das ist, wow, das geht in die Liga eben von diesem Film jetzt, aber den kann sich jeder anschauen, der ist frei drauf. Danke, Nepomuk. Und du, das Interview, was ich mit Dr. Chuck Spisano geschnitten habe, kannst du dir auch angucken. Das läuft ab heute Abend. Morgen früh ist die deutsche Version online im Shift-Up-Kongress. Wie gesagt, die englische Originalsprache, wenn du Englisch gut verstehst, kannst du es jetzt gleich direkt anschauen. Und ab morgen ist die deutsche Übersetzung dann online, wo er da überspricht über die Indigenen. Nepomuk, in Afrika, in Brasilien, was hast du da gemacht? Ich wurde eingeladen vom Freund von mir, von Leonard Stair, weil der, ja, sage ich jetzt mal auch, eben hier Reisen machen will in Länder, in Regionen, wo man noch ganz anders mit der Natur, mit das Volk da lebt. Und da war ich dabei und habe ich dokumentiert. Und daraus ist eben dieser Film Coming Home entstanden und Freundschaften entstanden, die sind so grandios. Ich habe gesehen, wie die mit der Natur, wie die demütig, wie das da hier alles läuft. Wir haben auch diese Santo Daime Zeremonie mitgemacht, das ist Ayahuasca etc. Und gesehen, wie das gebraut wird in diesen Wäldern drin. Wir sind da nachts zwischen den Skorpionen, hat uns auch keiner gestoppt. Ach, du hast da auch mitgemacht, ja? Ja, selbstverständlich, weil ich muss alles probieren, was läuft. und das ist natürlich, schaut euch bitte diesen Film auch an, ja. Also da muss ich auch noch... Indigene, die hier tanzen und wie die singen und das ist, da läuft ja die Gänsehaut runter, wenn man die hört. Ich habe eine ähnliche Erfahrung machen dürfen in Costa Rica, im Dschungel, tief im Dschungel, zweimal auch mit einem Schaman, der aus Peru kam, mit Ayahuasca. Also die Erfahrung ist so existenziell und so tiefgründig, du, so verbunden mit Natur. Du bist die Natur, du spürst alles und da sind Pumas und da gibt es Schlangen und alles bist du und dadurch ist auch keine Angst mehr da. Also man muss das nicht machen, man kann das auch mit ganz einfacher Meditation 3 Stunden in den Wald gehen, 4 Stunden an einem. Ja, also Methoden gibt es viele. Ja. Aber ich kann das trotzdem... durchaus gutheißen, aber nur dann, wenn es wirklich der Heilung dienen soll, nicht als Erfahrung, nicht zu sagen, ja, ich gehe da raus, weil ich will jetzt irgendwie was Krasses erleben, sondern nur mit dem Fokus, ich möchte wieder eine Wiederverbindung, das, was ich wirklich bin. Und wenn jemand noch Interesse hat an einem auch sensationellen Film, der sehr sensitive und Schamanin ist auch bei mir anzusehen und da ist der Schamanin Agustin Urrea, der kommt aus Mexiko und der arbeitet in Europa und der hat jeder Schamane, der in die Welt hinauszieht, bekommt ein Geschenk mit. Und dem sein Geschenk ist ein Feuerritual, das ja 500 Jahre im Geheimen stattgefunden hat.
Und ich durfte als erster Kameramann tatsächlich mit verschiedenen Kameras und so weiter an diesem Ritual nicht nur teilnehmen, sondern auch diesen Filmen. Und man sieht tatsächlich in diesem Film, wie das Feuer lebendig wird. Wie heißt das Feuer? Weißt du das noch? Da geht es um diesen Feuergott. Also das Feuerschlange, das ist wieder eine Art Schlange und das ist ein Feuergott-Ritual, nennt man das. Also Spanisch Fuego, irgendwas, also weißt du auch nicht. Ja, es gibt ja dieses Agniotra-Feuer, vielleicht kennst du. Nee, die hat einen ganz normalen Spiritus, die schüttet ja auf den Boden und zündet ja an und dann wird das Feuer lebendig. Man spricht dann mit dem Feuer, dann tanzt man dieses Feuer und dann passiert was ganz Sensationelles. Und da ist auch ein Maisritual mit dabei, auch noch, da wird jemand praktisch im Mais begraben, in der Wiese, ein großes Loch, da wird er zugeschüttet mit Mais und ich bleibe da die ganze Nacht drin und der erwacht dann als neuer Mensch, weil die Seelenanteile im Universum versteuert werden und werden dann wieder zusammengefangen und da sieht man direkt, den man sieht, wenn der aus dem Mais rauskommt, der sagt, ja, der schaut jetzt ganz anders aus wie vorher, da sieht man, dass der neu geboren ist. Ach, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, sehr sensitive und Schamanen. Ja, sehr unbedingt, ein guter Film. Dann muss ich da noch einen Filmtipp auch von mir angeben. Ich habe die Geschichte zwar schon beim letzten Mal erzählt, aber vielleicht waren nicht alle dabei. Und zwar habe ich auf einem Kongress, ich habe ja viele Kongresse aufgezeichnet, kam eine Frau zu mir und sagte, ich müsste unbedingt diesen Film Aluna sehen. Und ich dachte, ja gut, gucke ich mir an. Und dann habe ich den gesehen und da geht es um die Kogi-Indianer, die Hüter der Erde sind. Also die Kogi-Indianer sind nur da, um für die Erde, um sie zu beschützen. Die sind unglaublich, sind die. Und die gehen auch die Schamanen von denen gehen jahrelang teilweise in die Dunkelheit, in die absolute Dunkelheit und kommen dann raus und sind permanent, die haben sozusagen eine Bandbreitenstandleitung, ja, zur Erde. Die brauchen sich gar nicht mehr irgendwie verbinden, sondern die sind einfach permanent Sprachrohr mit allen Pflanzen und Tieren. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn ich diese DVD rausbringe, den gab es nur in Englisch, den Film. Aber zu dem Zeit war mal wieder so das Filmemacher-Finanzthema. Wie soll ich das Ding finanzieren? Keine Chance. Und tatsächlich ein Auftrag gekommen, ein Projekt irgendwie kam, 20.000 Euro oder irgendwas. Und dann habe ich diese DVD rausgebracht, weil so eine DVD übersetzen, Sprecher, Studio. Ja, was. Ja. Und habe das einfach gemacht. Und das ist einfach nochmal ein Herzensprojekt. Aluna, der Film, gibt es auch als Download bzw. als Stream. Einfach in Google Aluna, der Film suchen. Und da geht es nämlich darum, die Kogi-Indianer, die wurden von Mutter Erde beauftragt, zum Westen zu gehen, obwohl die ganz, ganz abgeschieden leben. Die haben eigentlich mit uns nicht viel zu tun, also die ursprünglichen. Es gibt natürlich solche und solche. Und Mutter Erde hat gesagt, wir müssen jetzt mit dem Westler, mit dem kleinen Bruder, der wir sind, der dumme Bruder, der sich selber irgendwie gegen die Wand rennt, widersprechen und sagen, ihr müsst wieder anfangen, die Linien von Mutter Erde zu achten. Und da gibt es überall so Linien, die haben spezielle Namen und ihr sollt dort auch wieder in Verbindung gehen. Nicht so, wie wir das machen, aber ihr könnt... Wir müssen wieder uns mit Mutter Erde verbinden. Wir müssen wieder diese Linien achten und dafür sorgen, dass durchaus auch mal irgendwelche Straßen abgerissen werden oder Häuser. Es gibt Punkte, die haben wir nicht einzunehmen als Menschen. Ja, wir haben das Maß überfüllt. So, und diese Punkte der Erde, das sind wie gewisse Energiepunkte, die müssen einfach wieder freigemacht werden. Ist einfach so. Ja, das wird vielen nicht gefallen, aber komm. Dann muss ich jetzt aber auch nur mit Eigenwerbung machen. Ich habe gerade einen aktuellen Film fertig gemacht, der heißt Awareness, das Bewusstsein des Universums. Wer sich hier damit sehen will, was alles möglich ist an psychologischen, pathologischen, physikalischen Anomalien, was alles dokumentiert worden ist, der wird in diesem Film fündig werden und wird sagen, wow, diese Wunder habe ich alle noch nicht gesehen. Ganz aktuell. Ja, und wie gesagt, Nepomuk, ich bin wirklich dankbar, dass du diesen Film gezeigt hast. Mich hat er sehr berührt. Das ist genau mein Thema. Schamanismus und die Verbindung zur Mutter Erde. Ich glaube, daran kranken wir am meisten im Moment. Ja. Ja. Ich hatte gerade noch die Frage von der Tara Ananda. Ich habe einen Link reingeschickt, neue-weltsicht.de, da findest du Filme von mir. Und vom Nepomuk findest du die eben, wie gesagt, auf Nepomuk-Meyer.
ist das, glaube ich, oder k1-filme.de. Jetzt schaue ich nochmal, ob es noch Fragen gibt. Heißen die nicht Leylinien, Mechthild? Jein. Also wir nennen die auch Leylinien, allerdings sind das Spezielle dieser Linien. Ich glaube, bei den Leylinien, da haben wir ganz viele und das ist relativ, aber wahrscheinlich gibt es eine Deckung, aber die Kokis, sie nennen sie ganz anders und sie sagen, es ist eine schwarz-goldene Linie um die Erde oder mehrere. Das hat nochmal eine stärkere Kraft. Vielleicht sind es spezielle Leylinien, aber genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ja, genau, wie gesagt, der Sam Hess hat ja auch gesagt, wir haben ja nicht nur das Problem mit den Wäldern, sondern auch mit der Erde drin. Auch die ganzen Würmer und alles, was da drin ist, geht extrem zurück. Nicht? Das, auch da müssen wir unbedingt schauen, dass wir hier eine Kurve kriegen. Nicht? Also eigentlich schmeißt uns ja die Erde, sage ich jetzt mal, ab. Und die erholt sich ja wieder. Aber wir zerstören ja unseren Lebensraum. Das ist ja das Problem. Um die Erde mache ich mir tatsächlich auch gar nicht so Sorgen. Weil wir sind hier die Gäste. Ja, genau. Das haben wir noch nicht verstanden. Ja, und der Mensch haut sich um. Die Mutter sozusagen, die ist sehr strapazierfähig. Wer mal eine Mutter in der Geburt, die geht kurz bis zum Tod. Mhm. Und manchmal stirbt sie sogar, das werden wir nicht schaffen. Hoffe ich doch zumindest. Aber das Baby ist, glaube ich, eher in Gefahr. Ja, der Mensch. Genau. Wenn jemand mehr wissen will, was Sam Hess sagt, etc., kann ich nur mal sagen, es gibt hier, vielleicht sieht man das, auch das Buch dazu, 160 Seiten. Genau. Im Reich der Naturgeister. Genau. Eine Frage gibt es noch, Nepomuk, wo die Seminare von Sam Hess zu finden oder wo die stattfinden? Nee, wo finden die statt? Ja, in der Schweiz und im Allgäu etc. momentan nur in der Schweiz, weil erst die Öffnung wieder kommen muss. Aber unter samhess.ch findet man, da hat er die Termine auch drauf. Also auch im Allgäu, wenn mal Corona... Ja, der hat auch immer wieder im Allgäu in Deutschland, also der hat ein sehr relativ großes Gebiet, Österreich, Allgäu, Deutschland und in der Schweiz, ja, genau. Da gibt es verschiedene Seminare und die findet man auf seiner Webseite. Super. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Nepomuk. Diesen Film hast du wunderbar gemacht. Du kriegst auch ganz schönes Feedback von den Teilnehmern und Zuschauern. Danke, dass du ihn dir angeschaut hast und trage das in die Welt. Und ja, uns ein Anliegen, dass du sagst, okay, das ist das wichtigste Anliegen überhaupt. Oder ja. Verschenkst ihn an jemanden, der sagt, du hast ein Thema mit dem Wald oder schau dir mal bitte den Film an, das ist einmal ganz was anderes. Das ist hier wohl als Leben mit spirituellen Geschichten. Ja, genau. Also nur von dem können wir auch irgendwo unser Essen und Trinken und unsere 100 Kinder finanzieren. Also haben wir nicht, aber... Alles klar, meine Liebe. Hast du noch eine Frage? Schreib sie in den Chat, weil sonst mache ich heute mal Feierabend. Ich sitze jetzt sowieso schon, mein Auge fängt schon an zu spinnen. Ich sitze schon seit 12 Stunden. Aber es darf nur sein, wenn der Kongress jetzt mal um ist, oder, Leander? Lieber, du hast ja fleißig gewerkelt. Ja, also der Kongress ist ein Großprojekt. Wo kommt denn mein Vortrag? Der kommt morgen, oder? Morgen. Oh, den haben wir den müssen wir noch gut, dass du sagst, ey, noch drauf eingehen. Ab morgen Abend, glaube ich, ist der Nepomuk mit einem Vortrag The New Human. Für mich ein Thema, da können wir drüber diskutieren, okay? Bin ich nicht so ganz deiner Meinung in allem und jeden, aber es ist spannend. Ich habe dir aufgezeigt, wo es in die Zukunft hingeht und wir müssen schauen, wer recht hat. Nee, es ging nicht nur um Recht haben. Es geht um die Frage, worin der neue Mensch besteht. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Technologie überhaupt keinen Platz mehr haben wird in der Zukunft. Ja, das ist richtig. Das sieht man im Vortrag, aber deswegen muss es erst auslaufen. Ja, da gebe ich auch recht. Vier Zeitlinien drin, wo man sagt, wann bis wann geht was. Okay. Also spannend, die Leute waren extrem begeistert, die damals in dem Vortrag in der Schweiz dabei waren. Du, der ist mega spannend, das meine ich schon. Ich bin nur immer, weißt du, es gibt ja da verschiedene Agenda. Ja, genau. Mehrzahl von Agenda. Agenden. Agenda.
Und die eine, die geht halt in so eine ganz technische, dann gibt es eben noch eine, wo ne, Technik noch genutzt und so. Und dann gibt es, aber für mich ist tatsächlich nur die Agenda, wo wir völlig, völlig in unserer Kraft sind, wo wir all das wieder, was wir uns können, Ist wir bei sind mir auch drin, Jana. Halbgötter aus uns heraus. Wenn wir das wieder aktivieren, das ist die richtige Agenda. Alles andere ist Ablenkung und letztendlich ist es sogar schlecht, weil wir dann nicht lernen, mehr in uns selbst zu gehen wieder und uns zu sein. Gut, ich schaue noch Aber ein. Jana, der Vortrag zeigt ja nur auf, was passiert. Das heißt nur noch nicht, dass man da für die eine oder andere Linie einsteht. Ich wollte nur aufzeigen, dass die Menschen wissen, was auf sie zukommt. Der ist auf jeden Fall mega interessant, das ist wirklich so. Also ab morgen ist der Nepomuk im Shift-Up-Kongress und du kannst unbedingt noch den teilen, das wäre ganz toll, den Kongress, denn wir haben natürlich wieder diese 24 Stunden alle Videos und mach noch eine Umfrage und so weiter. Das heißt, bin sowieso gespannt, wem was wie gefällt. Das ist Ich sehr, sehr auch. interessant. Ich Ja. auch. Genau, und danach bin ich erstmal urlaubsreif, so viel ist klar. Ich habe Wochen und Stunden und da rein investiert. Aber es ist schön, es ist geboren und ich merke, der Shift-Up ist einfach nötig. Jetzt ist er nötig. Ja, jetzt sind wir da. Wir können jetzt nicht mehr sagen morgen oder gestern, sondern jetzt. Jetzt, genau. Okay, mein Lieber, ganz, ganz vielen Dank für diesen wunderbaren Film, Nepomuk. Und ihr Danke, da Leute. draußen, danke euch fürs Zuschauen. Danke Und an die jetzt Zuseher. hole ich mal Feedback auch auf der Filmseite, genau. Und zwar gibt es ja zu dem Film auch so eine Seite auf Shift Up und da kann man Kommentare hinterlassen. Bei der Ja, Jens das wäre toll, ja. ganz tolle Kommentare. Das hilft Oder auch. mich anschreiben, wer will, an die info@k1-digital.de, wenn man ja Story oder irgendwas mitteilen will oder hat eine Geschichte für mich, gerne. Oder möchte sie mit mir persönlich mehr austauschen, wie immer. Alles klar. Danke euch und schönen Abend mal. Ach so, es ist Wochenende. Yes. Was? Genau. Für euch ist Wochenende, für mich ist Durcharbeiten. Tschüss. So.